Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute will ich mit euch die Beacon-Rüstung anschauen und für das bin ich gerade schon hier im Hochfliegen. Und zwar habe ich euch ein kleines Türmchen hier vorbereitet, um euch gewisse Vorteile von der Beacon-Rüstung zu zeigen. Außerdem habe ich da unten noch ein bisschen Wasser und Lava brauchen wir dafür auch. Aber starten wir doch mal. Auf Horseblocks haben wir eine Beacon-Rüstung, die wird ganz normal gecraftet, von der Anordnung her, wie eine normale Rüstung. Ich kann euch das hier mal zeigen hier. Anstatt jetzt einfach Eisen oder Dias habt ihr dann je einen Beacon drin. Das heißt, für eine komplette Beacon-Rüstung braucht ihr insgesamt 24 Beacons. Nun ist es so, dass die Beacon-Rüstung ja schon eine gewisse Verzauberung drauf hat. Ihr seht hier Beacon Power 3, Horstigkeit 2, hier ist Horstigkeit 4, Beacon Power 3, auch Beacon Power 3, Horstigkeit 2 und hier Horstigkeit 1, Power 3. Was bedeutet jetzt das? So genau wusste man das nicht. Ich kann euch das aber mal zeigen. Und zwar gibt es einen Forumsbeitrag, den man hier mal anschauen kann. Hier im Forum, im Horseblocks Forum, hat es seit neuestem eine Beacon-Rüstung verzaubern, aber wie? Und zwar beschreibt dieser Artikel ganz genau, was auf den Beacon-Rüstungen ist. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen reinschauen, sehen wir, die hat schon sehr, sehr coole Werte. Beginnen wir doch mal mit den Beacon-Schuhen. Wenn ihr hier drauf schaut, habt ihr Schutz 7, Feuerschutz 6, Explosionsschutz 6 und Schusssicher 6 und Haltbarkeit 4 und Federfall 6. Das sind alles Werte, die man im normalen Minecraft so nicht erhält. Dadurch hat die Beacon-Rüstung einen höheren Schutz wie alle anderen Rüstungen. Ihr könnt euch das hier sonst mal selber noch durchlesen. Ich kann euch den Link natürlich gerne in die Beschreibung tun von dem Artikel hier. Jetzt ist es ja so, das ist ja nicht alles, was auf die Rüstung gemacht werden kann. Es gibt ja noch Dornen, es gibt Wasserläufer, es gibt Atmung. Was kann man denn noch drauf tun? Ganz, ganz wichtig sei gesagt, ihr müsst Bücher nehmen, wo zwingend diese Verzauberungen hier nicht drauf sind. Das heißt, wenn ihr dann ein Buch nehmt mit zum Beispiel, ihr wollt jetzt noch Wasserläufer auf die Schuhe verzaubern und ihr habt noch Schutz 3 da drauf, dann habt ihr nachher nicht mehr Schutz 7, weil sich das dann, weil das dann kaputt geht. Daher unbedingt darauf achten, dass ihr nur die Verzauberungen drauf auf die Beacon-Rüstung verzaubert, die ihr auch wirklich braucht und die ihr auch wirklich drauf verzaubern könnt. Das sieht dann so aus, dass man zum Beispiel Mending, so oder so, bei allen kann man Mending drauf klatschen. Hier Dornen kann man auch. Da habe ich sogar noch einen kleinen Tipp, der hat jetzt geschrieben 1 bis 3. Wie ihr seht, gibt es auch andere Verzauberungen noch auf einzelnen Gegenständen, die irgendwie über Skydrops oder Loot Crates mal reingekommen sind. Und es gibt zum Beispiel Dornen 4. Ihr könnt also einen Diamanthelm mit Dornen 4 auf eine Beacon-Rüstung machen und habt dann auf der Beacon-Rüstung Dornen 4. Das gleiche mit Reparatur. Ihr müsst nicht zwingend ein Reparaturbuch haben, wenn ihr Reparaturteile habt mit nur Reparatur drauf oder sogar schon Wasserläufer und Reparatur. Dann könnt ihr auch solche Rüstungsteile nehmen, um eure Beacon-Rüstung zu verzaubern. Federfall 5 zum Beispiel wäre jetzt wieder schlecht, weil wir ja gesehen haben, dass auf der Beacon-Rüstung Federfall 6 ist. Um euch das nochmal zu zeigen, auf den Schuhen gibt es also 1, 2, 3, 4 Verzauberungen, die ihr machen könnt, beziehungsweise 3, weil ihr ja nicht Wasserläufer und Eisläufer gleichzeitig machen könnt. Das heißt, ihr müsst euch für eines von den zwei entscheiden. Auf den Beacon Hose und Brustplatte jeweils 2 Verzauberungen, Dornen und Reparatur. Und auf dem Helm könnt ihr insgesamt 4 Verzauberungen machen. Atmung sehr wichtig, Wasseraffinität sehr wichtig, Dornen Geschmackssache, wenn man es hat, drauf damit und Reparatur. Noch ein Punkt, der wichtig ist bei
beim Verzaubern, ich zeige das euch jetzt mit einem Item, von einem Skydrop-Item, ist das gleiche Prinzip. Wenn ihr hier zum Beispiel, habe ich hier Schutz drauf gemacht. Jetzt seht ihr, die Farmwelt-Laufschuhe, die Schrift ist nicht mehr richtig. Also, wenn ich hier mal vergleiche, die müsste so aussehen. Farmwelt-Laufschuhe. Auch die Beacon sieht ja farbig aus, der Titel. Und den, der geht meistens kaputt, wenn man noch zusätzliche Verzauberungen drauf macht. Das heißt, wenn ihr hier die Farmwelt-Laufschuhe habt, ist der Code eigentlich schon drin. Wenn ihr jetzt noch während dem Verzaubern müsst ihr dann einfach schauen, dass hier bei der Beschreibung, das heißt, bei dem Verzaubern, wenn ihr jetzt hier am Verzaubern seid, achtet darauf, dass ihr die Beschriftung wieder richtig macht. Setzt einfach das Unzeichen vor das 2, Unzeichen vor das L, immer vor den Schriftveränderungscodes, denn das geht beim Verzauberung meistens verloren. Jetzt seht ihr, würde die Farmwelt-Laufschuhe würden wieder richtig aussehen wie die hier. Jetzt stellt sich aber die Frage, lohnt sich eine Beacon-Rüstung wirklich? Lohnt sich es, so viel Geld auszugeben, wenn wir jetzt rechnen, keine Ahnung, ihr kauft alle Beacons und die Beacons sind momentan 7.000 mindestens wert. Da müsst ihr natürlich irgendwie wo fast 170.000 Mark für die Rüstung ausgeben. Das ist schon eine Stange Geld. Oder ihr seid eine Weile am Farmen. Denn dafür bräuchtet ihr ja dann 72 Skelettköpfe. Müsstet dann auch noch die 24 Wither töten, damit ihr überhaupt an so eine Beacon-Rüstung kommt. Ich sage euch ganz klar, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Beacon-Rüstung bietet sehr viel Power, ihr werdet viel weniger sterben, denn sie hat einige Verzauberungen drauf, die wirklich, wirklich stark sind. Ich zeige euch das jetzt mal, denn die ganze Kombination ist so. Dieser Tower hier habe ich extra gemacht, damit wir hier mal die Fallhöhe anschauen können. Ich habe zum Beispiel hier, das ist die maximale Fallhöhe ohne Schuhe. Also so wie ich jetzt bin. Das heißt, wenn ich hier drauf stehe, Fly ausmache und runter springe, überlebe ich es mit einem halben Herz noch. Zack, halbes Herz, habt ihr gesehen? Genau. Die anderen Höhen seht ihr jetzt gleich. Das ist die Höhe, die ihr mit Schuhen erreicht, die nur Federfall 4 drauf haben. Also normale Diaschuhe mit Federfall 4, so wie man es in Minecraft machen kann. Das ist schon die Höhe, die 59 Blöcke mit Federfall 4 und Schutz auf den Schuhen, Schutz 4. Denn auch Schutz hilft, den Schaden zu minimieren beim Fall. Das heißt, ihr kriegt mit einer normalen Minecraft-Verzauberung 59 Blöcke hin, die ihr runterfallen könnt und nicht sterbt, wenn ihr volles Leben habt. Das ist bereits die maximale Fallhöhe mit Schutz 4 und Federfall 5. Die Federfall 5 Schuhe haben wir momentan in den Skydrops, das sind die Farmwelt-Laufschuhe. Hier könnt ihr insgesamt 86 Blöcke runterfallen, ohne dass ihr sterbt. Und hier sind dann die Beacon-Schuhe. Das ist die maximale Fallhöhe, die ihr mit den Beacon-Schuhen runterstürzen könnt, ohne dass ihr drauf geht. Ich werde euch das natürlich auch kurz zeigen, dass niemand sagen kann, der lügt uns doch an. Ich ziehe nur die Schuhe an, der Rest von der Rüstung hat keine Auswirkung darauf, auf den Fallschaden. Dann schalten wir noch Fly aus, weil sonst bekomme ich gar keinen Schaden. Wenn ihr jetzt denkt, das ist in der Plotwelt anders wie in der Farmwelt, ich habe es auch im Nether getestet. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann überlebe ich mit den Beacon-Schuhen mit einem halben Herz. Was kann die Beacon-Rüstung denn noch? Das zeige ich euch natürlich sehr, sehr gerne. Zusätzlich muss man sagen, sie verliert natürlich weniger schnell Haltbarkeit. Das heißt auch, ihr braucht weniger XP, um die Beacon-Rüstung überhaupt zu reparieren. Sie hat auch den Riesenvorteil, da ihr so viel Schutz habt,
braucht ihr eigentlich gar keine Wassertränke mehr. Also Unterwasseratmungstränke meine ich natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich mit Essen ohne Luft überleben. Ich bekomme zwar Schaden, aber nicht wirklich, weil ich so viel Schutz auf der Rüstung habe. Sobald ich natürlich hier wieder aufgeladen bin, zeige ich euch das. Jetzt bin ich soweit, ich habe wieder vollen Hunger und kann euch jetzt zeigen, wie das genau funktioniert. Wir sind jetzt unter Wasser und ihr seht jetzt schon, dass bereits die Blasen anfangen zurückzugehen. Jetzt warten wir, bis das unten ist und dann sehen wir weiter. So, jetzt sind wir beim letzten Luftbläschen angekommen. Und jetzt sollte ich bereits Schaden bekommen. Ihr werdet das dann hören. Genau. Jetzt bekomme ich Schaden. Das heißt, das geht jetzt zuerst mal von meiner Sättigung runter, danach vom Hunger. Aber wie ihr seht, ich kriege nicht wirklich Schaden. Ich stehe hier unter Wasser, habe keine Luft mehr, verliere den Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt kann ich mich ja dann auch nicht mehr regenerieren, sprich wird es ja dann darauf ausgehen, dass ich auch Schaden bekomme. Das geht jetzt noch ein bisschen. Jetzt habe ich ein halbes Herz Schaden. Theoretisch essen wir jetzt mal kurz was. Zack, wieder aufgewühlt. Und schon geht das Spiel wieder von vorne los. Und ich habe jetzt natürlich nicht die wirklich beste Nahrung dafür. Ofenkartoffeln gibt nicht viel Sättigung. Da ist eine goldene Karotte oder ein Steak viel besser. Das heißt, ihr müsst noch viel weniger essen. Aber wie ihr seht, ein bisschen essen. Und dann ist das gar kein Problem unter Wasser. Jetzt lasse ich mal hier ein bisschen Schaden auf mich ein. Jetzt bekomme ich Schaden. Immer noch keinen Schaden mehr. Es geht auch eine Weile, bis wirklich ein halbes Herz kommt. Jetzt habe ich wieder ein halbes Herz Schaden bekommen. Okay, denke, dann können wir wieder essen. Zack, und wieder aufgeheilt. Das Einzige, was jetzt natürlich passiert, also jetzt hier nicht, in der Farmwelt schon, die Haltbarkeit geht runter. Das heißt, ihr könnt so lange unter Wasser bleiben, wie eure Haltbarkeit hält. Damit ihr sie eure Rüstung natürlich nicht zerstört. Darauf müsstet ihr einfach achten in dem Moment. Aber sonst braucht ihr keine Unterwassertränke mehr. Oh. Das heißt, wir haben Fallschaden extrem abgefangen. Wir haben unter Wasser verlieren wir keine wirklichen Herze. Zusätzlich seid ihr auch gegen Mobs extrem geschützt. Ihr könnt da stehen bleiben, ohne dass euch was passiert. Jetzt noch der letzte Punkt, den wir anschauen können. Ich gehe hier am besten übers Plot. Lava. Wie sieht es genau mit Lava aus? Überlebt man in Lava? Wenn man jetzt im Nether runterstürzt und in die Lava fällt, was passiert da? Kein Problem, kann ich euch zeigen. Hier haben wir ein Loch. Ja. Wieder essen. Hier geht jetzt die Haltbarkeit runter, das seht ihr. Geht auch nicht extrem langsam. Aber mit Essen könnt ihr sehr, sehr gut dagegen wirken, dass ihr nicht sterbt und hier vielleicht irgendwo noch rausschwimmen könnt. Hier hat es jetzt natürlich nichts in der Nähe. Oder ihr könnt noch kurz euren Home eingeben und wieder nach Hause gehen. Also ihr habt genug Zeit. So, ich gehe jetzt hier mal raus. Das war jetzt auch genug Haltbarkeit, die ich verschwendet habe. So. Auch wenn ihr brennt, das macht eigentlich nicht wirklich Schaden. Um euch mal den Unterschied zu einer Bicknerrüstung noch zu zeigen, habe ich mir eine kleine Ikea-Rüstung angezogen, die rumlag. Das heißt, Feuerschutz 2 habe ich hier drauf, Schutz 4 habe ich hier drauf, Feuerschutz 4 habe ich hier drauf und hier ist kein Schutz drauf, normal Dia-Sachen. Wenn ich jetzt mit den Dia-Sachen reingehe,
sehen wir, das geht schon ein Stückchen schneller mit. Jetzt habe ich schon ein Herz verloren. Jetzt kann ich essen. So schnell kann ich mich eigentlich nicht mehr regenerieren. Nee, ich kann ja jetzt nicht essen. So schnell kann ich jetzt nicht essen, dass ich mich wieder komplett regeneriere. Also ich verliere definitiv Herzen. Und das war bei der Bignor-Rüstung ja nicht so. Wir konnten essen, wir konnten uns regenerieren, so dass wir sicher nicht gestorben wären. Das Einzige, wenn die Haltbarkeit ganz unten gewesen wäre bei der Bignor-Rüstung, wären wir natürlich dann auch gestorben. Aber wie ihr seht, ich kann mich... Jetzt kann ich wieder essen. Ich kann mich nicht komplett heilen in der Zeit, wo ich auch Schaden verliere mit einer normalen Dia-Rüstung. So, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich habe nichts Großes vergessen. Glaub mir, die Beacon-Rüstung ist wirklich sehr, sehr cool. Es lohnt sich, das Geld auszugeben oder die Zeit dafür aufzuwenden, die Beacons zu farmen. Die ist wirklich sehr, sehr nice. In Zukunft kann ich vielleicht noch ein, zwei Videos machen über die Beacon-Werkzeuge. Es gibt ja da noch das Beacon-Schwert, die Beacon-Hacke, die Beacon-Axt und die Beacon-Schaufel. Was können die oder sollte man sich die machen? Das wird es sicher noch dazu ein Video in Zukunft geben. Also, danke, dass ihr zugesehen habt und tschüss.